Hallo Bad Klein und Umgebung. Ich begrüße Sie heute zu unserer dritten Sendung ab dem Sonntag, 27. Januar 2018. Wir Schüler der Regionalschule am Schweriner See produzieren das Fernsehprogramm für die verschiedenen Netze sowie für das Internetfernsehen. Unsere Sendung ist von Sonntag bis zum folgenden Sonntag laufend zu sehen. Die Sendegenehmigung hat der Heimatverein Bad Klein e.V. Heute bin ich, wie es lange, für den Inhalt der Sendung verantwortlich. Die Kamera und der Ton waren Verantwortung von Mercedes Lange. Für die Schnitt und die Gestaltung war Mercedes verantwortlich. Was haben wir heute im Programm? Bad Klein vor Ort. Heute Bahnhof oder Haltepunkt, Januar 2018. Aus Wismar haben wir die aktuellen Nachrichten aus Wismar und der Region. Zusammengestellt und produziert wurde es von Wismar TV. Jetzt aber erstmal zu den Informationen aus der Region. Die Notfalltelefonnummer von Kabelnetzbetreiber Bad Klein, das Zweckverband des Wismar und der Wimacom in Schwerin. Jetzt sehen Sie unseren Bericht aus Bad Klein. Produziert und bearbeitet wurde es von der AG Fernsehen der Regionalschule am Schweriner See. Zum Ende der Sendung haben wir die Nachrichten aus Wismar. Produziert und bearbeitet wurde es von Wismar. Bad Klein vor Ort. Heute mit einem Beitrag vom Bahnhof Bad Klein. Am vergangenen Freitag, den 19. Januar 2018, wurde gegen 5 Uhr morgens der Zugang zum Bahnhofsteig für immer außer Betrieb gesetzt. Sehen Sie unseren Beitrag. Ohne Musik und anderen Öffentlichkeit wurde die Brücke in Betrieb genommen. Hier ist der Ausgang zum Tunnel. Momentan freuen sich darüber noch die Tauben, aber es wird sehr schnell gehen, dass der Tunnel zugemacht wird. Wo sind verzogen Mädchen, die blieben, im Herzen ganz getrennt? Ihr lebte Frege, der große Denker, steuert halt ab uns das Gott. Hier in Bad Kleinen und seinen Dörfern, mancher sein Zuhause hat. Von der Brücke aus hat man einen wunderschönen Ausblick zum See. Ja. So, Problem Nummer 1 ist, wie kommen jetzt Rollstuhlfahrer hier runter? Ja. Momentan noch gar nicht. Die kommen momentan gar nicht. Der Personenzug aus Lübeck fährt ein und die Passagiere müssen die Treppe hinauf zum Bus, der weit in der verschiedenen Richtungen fährt. Von Bad Klein fahren die Züge zurück nach Rostock und Lübeck über Fenchel nach Rostock. Bilder. Ja, in vollen Touren. Und du weißt ja, das ging auch ziemlich schnell damals. Ne? Ja, das und so dass, ich sag mal so, das nicht Berliner Hauptbahnhof wird hier. Nee. Irgendwie werden wir hier noch irgendwie recht zügig fertig werden. Das denke ich. Ne? Dass jetzt hier diese kleinen Hänger sind, ist nicht schön, aber was willst du machen? Ist so im Gesamtkonzept. Ist das schnell. Lübeck
Bahnsteig fährt ein und die Passagiere müssen die Treppe hinauf zum Bus, der weit in der verschiedenen Richtungen fährt. Von Bad Kleinen fahren die Züge zurück nach Rostock und Lübeck. Über Fenchel nach Rostock. Der Zug auf dem Weg nach Lübeck. Ich einen Aufklärer machen können. Habe ich mal so bei mir. Habe ich zu mir gesagt, ich sage, du was denkst du, wenn ich jetzt so, ich habe ja so eine alte Uniform, wenn ich die rote Mütze aufsetzen würde und dann noch so eine Abfahrkelle in der Hand und dann hier, die würden dich belagern, du bist umgehen dich. Das glaube ich. Ich habe jetzt hier, wenn ich geliebt bin, mit die Schmalspur waren, dann ja. Zur Saisonöffnung abfahren lassen. Ne? Ja. Oh, du, die kommen um die Ecke und so wie die rote Mütze sehen, nicht da. No wiadomo, że nie taki jak ten, nie? Ale to chodziło mi bardziej o wygląd. Automat wird durch die Mitarbeiter der Deutschen Bahn aufgestellt. Der Zug auf dem Weg nach Lübeck, gesehen durch Sonnenstrahlen durch das gefärbte Fensterglas. Wo schön verzogen, Mädchen, die blieben im Herzen ganz getrennt. Liebe Mitglieder des Arbeitslosenverbandes, liebe freiwillige Helfer, auf diesem Wege möchte ich mich recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie den Arbeitslosenverband, insbesondere unsere Sammelbörse und die Tafel unterstützen. Mit Ihrer Arbeit helfen Sie, vor allen Dingen sozial schwachen Familien und Menschen zu helfen, die unbedingt die Tafel zum Beispiel benötigen, um leben zu können. Also reichlich, sehr ausgewogen. Von allem was dabei. Die sind zumindest alles nett und freundlich. Ja, einige sind alte Gesichter, die das wohl im Moment noch ein bisschen mitbetreuen, weil vielleicht auch ehrenamtlich so weiter noch mit drin sind. Ja, mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Mit Ihrer Hilfe, wenn ich wir sage, meine ich den Vorstand, meine ich die Mitglieder des Arbeitslosenverbandes. Wir hoffen, dass wir die saure Gurkenzeit, die im Moment herrscht, überbrücken zu können. Wir bekommen zurzeit keine Hilfe, wenig Hilfe vom Jobcenter oder weil denen auch die Hände gebunden sind. Wir wollen unbedingt, dass die Arbeit des Arbeitslosenverbandes weitergeht. In Bad Kleinen die Möbelbörse geht weiter von 10 bis 16 Uhr ist die Öffnungszeiten und wir freuen uns über jeden Ehrenamtlichen, der kommt, umso länger können wir auflassen. Okay, das ist die. Auf diesem Wege möchte ich mich bei Ihnen recht, recht herzlich bedanken. Ihr Bürgermeister Joachim Wörl. Hier ist Wismar TV mit den Kurzmeldungen. Auf dem Gelände des Unternehmens Wismar Pellets auf dem Haffeld wurde eine Leiche gefunden, wie uns das Unternehmen mitteilte, in einem auf dem Betriebsgelände stehenden Silo. Mittlerweile gab die Polizei auch bekannt, dass es sich tatsächlich um den seit Freitag vermissten 53-jährigen Mitarbeiter von Wismar Pellets aus Dönkendorf handelt, nachdem bereits per Vermisstenmeldung gesucht wurde. Die Polizei hatte auch das Gelände des Betriebes bereits mehrfach nach dem Mann durchsucht, dessen Körper aber dann erst am Montag entdeckt wurde, da er in einem schwer zugänglichen Bereich des Silos lag. Da die Todesursache zurzeit noch unklar ist, hat die Staatsanwaltschaft Schwerin den Leichnam beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am Montag gegen 19.45 Uhr kam es in einem Markt der Kette Norma am Hohen Damm in Wismar zu einem Raubüberfall. Laut Polizeibericht hielt der Täter der Kassiererin einen Stoffbeutel hin und forderte sie auf, diesen mit Geld zu füllen. Unterhalb des Beutels habe er ihr eine Pistole gezeigt. Die Kassiererin übergab dem Mann mehrere hundert Euro, der anschließend in unbekannte Richtung flüchtete. Die Frau musste mit einem Schock ärztlich behandelt werden. Der flüchtige Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben. Zwischen 40 und 50 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, schlank mit einem grau durchsetzten Vollbart. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Handschuhe. Er sprach akzentfreies Hochdeutsch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter 03841 2030.
Nach der SPD mit Thomas Bayer, der Koalition aus CDU, Grünen, FDP und FWF mit Hans-Martin Helbig und der Linken mit Horst Krumpen hat die AfD nun einen vierten Kandidaten für das Amt des Wismarer Bürgermeisters aufgestellt. Der Wismarer Angelo Thewes wurde am Sonntag auf dem Kreisparteitag der AfD zum Kandidaten für die Wahl im April gewählt. Hier rechts im Bild mit seinem Parteikollegen Christoph Grimm. Der 43-jährige Maschinen- und Anlagentechniker ist Mitglied im AfD-Kreisvorstand und dessen Schatzmeister. Zu seinem Wahlprogramm sagte Thewes der Ostsee-Zeitung, die Stadt bleibe hinter ihren Möglichkeiten zurück und nannte Infrastruktur, sozialen Wohnraum und Bildung als seine Schwerpunkte. Das Wismarer Campus Open Air fällt ins Wasser. Das gab der AStA der Hochschule Wismar auf seiner Facebook-Seite bekannt. Bereits in der letzten Woche hatte der AStA einen Hilferuf veröffentlicht, um weitere Mitstreiter für das Organisationsteam zu finden. Denn von 14 vorhandenen AStA-Referenten seien bislang nur 5 aktiv in die Organisation des Campus Open Air involviert gewesen. Praxissemester und bestandene Abschlüsse hätten das Team zu sehr ausgedünnt. Trotz umfangreicher Bemühungen wie Infoveranstaltungen sei es nicht gelungen, dies auszugleichen. Für 2019 soll nun ein neues Konzept für Wismars größtes Open-Air-Festival erarbeitet werden. Auch dafür wird noch Personal gesucht. Also, liebe Studenten, hängt euch rein. Wer feiern will, der muss auch mitorganisieren können. Und jetzt zum Abschluss geht es nicht in die Werbung, denn unser Kulturterrorist Steffen Tschech hat noch einen kleinen Glückwunsch für eine ganz besondere Wismarerin. Lisa Kuss von der Niederdeutschen Bühne ist in dieser Woche 80 Jahre alt geworden. Einen herzlichen Glückwunsch auch von mir. Und am vergangenen Samstag spielten die Handballfrauen der TSG ihr erstes Heimspiel im neuen Jahr gegen die SG OSF Berlin. Beim Auswärtsspiel in Berlin hatten Wismars Damen zuvor mit einem 30:24 gegen den TSV Rudow vor 14 Tagen gewonnen. Da wurde angemahnt, dass die TSG-Frauen mit 2 Gesichtern gespielt hatten. Die erste Runde wurde Druck gemacht und dann hinkten sie in der zweiten Hälfte hinterher. Nach dem Seitenwechsel eröffnet Jennifer Kriegsmann den Torfluss. Denn die TSG-Damen erhöhten ihr Tempo und holten noch 16 Tore. Während die Berliner scheinbar beim Angriff überfordert waren, ihnen gelangen gerade mal 4 Tore in der zweiten Halbzeit. Die TSG befand sich in der zweiten Halbzeit voll im Spielfluss, auch wenn es manchen Fehler gab. Timeout in der 39. Minute durch die Gäste. Beim 21:7 in der 41. Minute meldeten sich die Gäste kurz spielerisch zurück. Mittlerweile hatte Vivian Bartlau 12 Tore auf ihrem Konto, davon 5 7-Meter-Würfe. Nun reihten sich auch noch Vivian Milrath mit 5, Eleni Evangelidou mit 3 und Julia Wilhelm mit 2 Toren in den Erfolgsnachmittag ein. Die Punkte bleiben in Wismar und so wünschte sich das Publikum. Die Leistung dieser Runde fasste Mannschaftskapitänin Justine Steiner zusammen. Erstmal zum Spiel. Wir sind ganz schlecht reingekommen. Sie sagten das gerade, bis zur 17. Minute haben wir echt noch ein bisschen komisch aus der Wäsche geguckt. Die Erwärmung war schon irgendwie zum Schluss ein bisschen doof. Keine Ahnung, was heute los war. Manchmal ist einfach der Wurm drin. Wir haben uns nachher gefangen. Nichtsdestotrotz können wir, wenn wir die ersten 17 Minuten Vollgas geben, hier auch mit 35, 40 Toren rausgehen. Und wir wollen eigentlich allen zeigen, dass wir auch um Klassen besser sein können, wenn wir Vollgas geben. Und es ist uns heute leider nicht über das ganze Spiel gelungen. Unsere 23, ja, macht ein gutes Spiel, zieht immer mal das Tempo an. Und das brauchen wir auch. Sie hat auch ein bisschen gebraucht, ins Spiel zu kommen. Hat jetzt aber hinten raus wieder ein paar Knaller rausgeholt. Und das ist sehr wichtig für die Mannschaft. Nächste Woche gibt es das nächste Heimspiel. Zu Gast der Tabellensechste der HSG Ahrensdorf-Schenkenhorst. Anpfiff wie immer 16 Uhr in der Mehrzweckhalle. Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung. Wir hoffen, es war etwas Informatives für Sie dabei. Ich wünsche Ihnen eine angenehme und erfolgreiche Zeit. Bleiben Sie gesund und schalten Sie zu unserer nächsten Sendung wieder ein. Sie wissen doch, von Sonnabend bis zum folgenden Sonnabend sind wir mit diesem Programm auf diesem Kanal zu sehen. Die Leitung und Regie hatte ich, Fürs Lange. Ihr Lokalfernsehteam der Regionalschule am Schweriner See. Man sieht sich Ihre Fürs Lange mit dem Team AG der Regionalen Schule am Schweriner See. Tschüss! Ihr linke Fliege, der große Denker, steuert halt ab uns das Band. Ihr in das kleine